It's time for World Underground Wrestling. Hallo und herzlich willkommen, liebe Fans des World Underground Wrestling. Wir befinden uns wieder im Weberknecht, live vom 8.9.2019. Heute mit einem Kampf der Superlative. Thekla gegen Rosi. Und an meiner Seite wieder Rose Franz, und ich freue mich schon auf diesen Kampf. Ja, Rosi, am Fall für sich. Thekla ist eindeutig Favorit in dem Kampf. Ja, das sehen vielleicht Leute aus dem Publikum gespalten, aber wir werden uns anschauen, wie das weitergeht. Da rennt Rosi natürlich gleich ins Publikum und holt sich von ihren Fans High Fives ab. Wie man sieht, ist nicht nur Thekla die Favoritin des Publikums, sondern auch Rosi. Naja, das will ich so nicht sehen. Ich glaube einfach nur, dass die Leute Mitleid mit ihr haben. Das ist natürlich auch eine Option. Aber natürlich Rosi wieder in Liebe zu Quincy hat sie nur ein Ziel. Sichtlich erfreut ist sie auch über ihre Gegnerin. Scheint sehr begeistert darüber zu sein. Naja, das ist eigentlich sehr seltsam, diese Sympathien zwischen Thekla und Rosi. Rosi genießt es auch hier scheinbar wieder von Quincy abgetastet zu werden. Das ist, glaube ich, das Highlight des Tages. Aber sie ist nicht sehr erfreut, dass Quincy auch Thekla abtastet. Ja, so kennen wir die Rosi. Ich meine, sobald das da man Quincy geht, hagelt es komplett aus. Ja, aber so ist die Liebe halt einmal. Gleich mit harten Schlägen von Thekla startet das Match, aber Rosi natürlich kontert diese auch. Also ich würde sagen, die bringen bei der Thekla überhaupt nichts, da sieht man der Reaktion. Thekla belächelt diese Schläge von Rosi. Aber jetzt werden wir mal schauen, was passiert, wenn Thekla das mit gleicher Münze wieder zurückzahlt. Ich glaube, hier hatte Rosi das Problem, dass sie einen Sonnenbrand hatte auf der Brust. Aber Thekla nimmt keine Rücksicht drauf. Ja, auf sowas darf man auch keine Rücksicht nehmen. Und erneut Schläge auf die eh schon ledierte Stelle von Rosi. Ja, das ist einfach der Vorteil von der Thekla. Sie sieht die Schwachstellen ihrer Gegnerin und nutzt sie eiskalt aus. Das ist Wrestling. Das ist das, was Wrestling wirklich ausmacht. Nicht nur diese brutalen Schläge in den Rücken. Sehr schön gemacht. Und mit der Perücke. Ja, eindeutig. Wunderbar. Ja, Thekla nutzt die Situationen wirklich einmalig und behält auch so die Oberhand. Aber Rosi kontert. Und eine Klausel ein. Aber Thekla duckt. Ja, man sieht wieder, Rosi hat es mit dem Ziel nicht so genau. Naja, aber das liegt halt eventuell an dem Größenunterschied. Aber da kontert Thekla gleich. Und ein wunderschöner Snap mehr. Ja, und wird das ein Kick? Ja, ein wunderschöner Kick in den Rücken. Ja, das tut weh. Ja, Thekla hat den Sommer eindeutig in Japan auch an ihren Kicks gearbeitet, weil Rosi leidet scheinbar sehr darunter. Ja, man kann sagen, die Zeit in Japan hat Thekla sicher viel weitergebracht. Und ein Kick, ja, gegen die Brust. Wir erinnern uns auf den Sonnenbrand und erneut. Ja, das Sonnenbrand hin oder her, das zählt nicht. Egal wie, sind definitiv schmerzhafte Tritte. Jetzt verlagert sich der Kampf scheinbar ins Publikum. Ja, leider ziemlich dunkel, aber da dürfte Rosi die Oberhand gewonnen haben. Harte Schläge gegen Thekla. Das schaut man nicht sehr legal aus. Ja, da kommt auch der Kraftvorteil von Rosi eindeutig zur Geltung. Und erneut ein Kick von Thekla. Ja, und gegen die Wand. Sehr schön. Thekla nutzt ihre Umgebung. Ein wunderschöner Dropkick. Sehr erstaunlich, mit dieser kleinen Körpergröße auf so einen hohen Dropkick zu kommen. Das muss man respektieren. Ja, nur weil nicht alle so schlecht springen wie Rosi, heißt das noch lang nicht, dass das eine überragende Leistung ist. Mach's selbst besser, würde ich einmal sagen. Hier der Ansatz zum Camel Clutch, ja, wunderschön, das sind Schmerzen. Gibt Rosi auf. Rosi powert sich raus scheinbar,
Aber ihr bleibt ein wenig die Luft weg, könnte man sagen. Aber sie kämpft dagegen an und nutzt ebenfalls die Wand zu ihrem Vorteil. Ja, ein wunderschöner Snap mehr aus dem Rücken heraus. Ja, da kann man sagen, was man will, wenn man das Gehopse gut findet oder nicht. Ja, es war eine nette Aktion, obwohl das könnte ein Bodyslam werden. Und ja, naja, nicht einmal so schlecht ausgeführt, muss ich sagen. Ja, sie nutzt eindeutig ihre Überlegenheit, was den Körper angeht. Und ein Handstand in einen Splash gleich. Ja, das war dieser Rosi Splash oder wie man das auch nennen soll. Was kommt jetzt? Eine unfaire Attacke gegen den Kopf. Nein, das, sowas sehen wir überhaupt nicht gern. Aber auch Rosi kann treten und sie geht weiterhin auf den Kopf von Thekla. Na, ich muss schon sagen, also diese Gehopse da. Ja, das ist aber ein Teil von Rosis Kunst, möchte man behaupten. Weil wir das ja nicht zum ersten Mal sehen heute. Ja, es gibt auch Leute, die mit Code-Kunst produzieren. Das kann man auch gleich sehen. Ein Low-Blow von Thekla, aber das tut Rosi natürlich nicht weh. Ja, was soll man dazu sagen? Da bleiben einfach die Worte weg. Noch ein Bodyslam gegen Thekla. Nein, Thekla kontert wunderschön. Und jetzt ein zweiter Dropkick, etwas tiefer angesetzt. Aber sie wollte scheinbar Rosi damit nur zum Fall bringen und dafür war der wahrscheinlich genau in der richtigen Höhe. Jetzt kommt ein Ellbogen auf den Kopf von Rosi, also auch Thekla nicht die sanfteste. Hat schon irgendwer behauptet, dass Wrestling mit sanft zu tun hat? Nein, das wollte ich jetzt nicht sagen, dass es sanft ist, aber sie nimmt wirklich keine Rücksicht. Und eine Head Scissors, perfekt ausgeführt. Dieser Athletismus, ich meine, diese athletische Meisterleistung muss natürlich auch gewürdigt werden. Probleme mit der deutschen Sprache, oder? Ja, ich bin von dir und deinem Autismus ein bisschen angewidert worden, deswegen. Ja, und da hat Rosi Thekla gegen Quincy geschleudert. Ja, und das kommt davon. Das kann dann mal passieren, so unfaire Attacken, da kann es dann schon mal passieren, dass man den Partner erwischt dabei. Rosi ist sichtlich entsetzt und Thekla nutzt die Gefühlslage von Rosi natürlich direkt aus. Ja, aber solange der Referee am Boden liegt, kann es keine Entscheidung geben in den Kampf. Da kann Thekla machen, was sie will. Sie muss jetzt schauen, dass sie Quincy wieder auf die Beine bringt. Ja, da haben Thekla und Rosi wahrscheinlich dasselbe Ziel. Beide wollen sehen, dass Quincy steht. Und Thekla mit ihrer Signature-Spinne, wovor Rosi sichtlich erschrocken ist, und ein Spear. Leitet das Ende dieses Kampfes ein? Naja, das wollen wir doch schwer hoffen, weil ich kann da nicht mehr länger zuschauen. Ja, ein wunderschöner Tritt in den Rücken. Ich glaube, das ist ein Stomp und kein Tritt mehr, aber es... Ja, Stomp hin oder her, wunderschön, legal, fair, so wie wir es von Thekla kennen, ein schöner Tritt in den Rücken. Und ist das ein Toxic Spider-Ansatz? Ja, das schaut gut aus. Das kann Rosi auf keinen Fall durchstehen. Durchgebogen und die Hand fällt zum zweiten Mal. Und das Ende ist nah. Es ist aus. Da hat Thekla eindeutig gewonnen. Einen grandiosen Sieg hat sie errungen gegen Rosi. Mit dem haben viele Leute vielleicht sogar gerechnet. Was glaubst du? Ja, ich hoffe nur, dass sie nächstes Mal eine würdigere Gegnerin bekommt. Jemand, der einfach in der Klasse, einfach Klassen besser ist wie diese Rosi. Ja, ich finde, Thekla sollte eine Chance auf den Titel bekommen. Ja, das wird sich alles in Zukunft weisen. Also schaut euch auch die nächsten Kämpfe an und seid am 15.12. in der Arena dabei, wenn wir unsere große Dezember-Show haben. Dann bis zum nächsten Mal. By World Underground Wrestling.